Ich glaube, der Groschen ist gefallen. Also ich hoffe es zumindest. Gar nicht weirde Aussage im Chat. Nein, nein. That escalated quickly. Okay. Die Frage ist jetzt, wohin kommen wir dann? Ach, da hinten war ja auch noch so ein Hebel, ne? Ich bin dumm. Ich glaube, das wird sein. Ja, das könnte es wirklich sein. Geh mal so ein Stück zurück. Springe jetzt, genau, perfekt. So. Aber bin ich jetzt höher als vorher? Ja, doch, bin ich, klar. Oder? Bin ich? Bin ich das? Ich hoffe schon. Nein, Lara, fall doch nicht darunter. Don't you love it when kids fall over? Honestly, a little bit. It's a little bit funny, but. Wow. Alles ist voll mit Wasser. Bin begeistert. So. Ich spring mal hier runter. Ich habe keine Ahnung, ob wir dabei sterben. Nein, tun wir nicht. It's quite funny, yes. Jetzt können wir da halt diesen Hebel, Schalter, Wasserding umlegen und dann sollte es funktionieren. It is indeed, yes. So. Komm, Lara, hau weg das Ding. Es wäre lustig, wenn das Feuer jetzt noch gebrannt hätte. Mich hätte interessiert, ob das im Wasser auch gebrannt hätte. Hätte ich den Schalter mal vorher umgelegt, das wäre halt wirklich interessant gewesen. Oh Mann. Och nö, ich höre es doch schon wieder. Das reicht mir jetzt schon, wenn ich es nur grob höre. So, hier, hol das Ding raus. Lara, wir müssen ihn erledigen. Aber erstmal müssen wir wissen, wo hier Luft ist, weil kein Bock jetzt zu sterben. Hier oben ist hier Luft. Hier ist eine Klappe. Wo bin ich hier? Oh. Wir sind ja nur fast. What the fuck? Was ist das denn bitte? Ich kann nicht. Wieso? Diese Eskalation, habt ihr das gesehen? Da kommt einfach so ein Viech und frisst mich. What the fuck? Oh, ich kann nicht wirklich. Und ich speichere jetzt nicht nochmal. Why is it like 718 degrees in my room? I don't know. Maybe you should buy an AC. I have one, so. That's the flex right now. Das ist doch nicht gesund. Die stirbt doch dabei. Gar keinen Bock jetzt, dass die wieder stirbt. Okay, das hat halbwegs gut funktioniert. Jetzt speichere ich nochmal. Es ist alles wert, was ich getan habe. Was war das da bitte gerade unter Wasser für eine Eskalation? Ich kann nicht. So, ich müsste von hier aus bis dahin tauchen. What the fuck? Okay, ich speichere jetzt hier. I think a kid is being literally murdered. I just heard ah and some crying. Oh no, what did you do? What have you done? Ach stimmt, das muss ich ja auch noch umlegen. Das reicht ja noch nicht, ne? Ich gehe jetzt nochmal zurück und speichere dann. So. Nothing. I don't know if I can believe this. I'm not able to believe this. I'm really sorry. Was ist denn hier wieder mit dieser Kack-Dreckstür? Wirklich, ich kann nicht. Und was war das für ein Viech, bitte? Was war das? Ich gehe jetzt hier ganz an der Seite vorbei.
Was bist du? Die bist nicht mal dahin zurück, wo du hergekommen bist. Du bist einfach nur annoying. Friss ruhig den Taucher, das ist okay. Ja, schwimm da mal rein, das ist eine gute Idee. Hat ja noch nicht gereicht bis jetzt. Mann, Lara, wieso bist du nicht gelaufen? Also gegangen. Oh, sie ist so dumm manchmal, wirklich, es nervt einfach nur. Nothing anyways. Wo bin ich hier? Was soll ich hier? Och, ich hab keine Lust mehr. Was war das bitte für ein Viech? Ich fühle mich belästigt. Guck gerade nochmal, kann ich den vielleicht von hier irgendwie... Glaube nicht. Habe ich schon gespeichert? Falls nicht, nochmal. Ich bin süchtig nach Speichern. So, komm. Hau rein, den Aal. Wo ist der? Wo ist der bitte? Okay. Ich will mich da trotzdem noch ein bisschen umgucken. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas. Muss nur gucken, wo der Typ ist. Könntest du ihn bitte einfach umbringen? So, tschüss. Was war das da für ein Viech? Können wir das auch umbringen? Das wäre mir eigentlich recht lieb. Ah, ich bin tot. Wunderbar. Ja, komm, wir lassen's. Reicht mir. Das benötige ich jetzt nicht. Ja, sowas hier. Stirb. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, wirklich. Fragt mich nicht. Okay, das funktioniert nicht. Dafür ist da eine Tür aufgegangen. Wunderbar. Was geht hier so? Nicht viel. Warum? Well, the kid is no longer screaming like I'm fucking like a fucking brat. This is good, I think. Was geht denn hier? Achso, da sind zwei Schalter, ich bin dumm. Ich komme hier natürlich auch nicht raus. Uch, ich hasse alles. Was tust du? Wow. Spannend. So, was geht jetzt da drüben? Ich weiß nicht, soll ich da einfach so hinspringen? Ja, so. Vielleicht nicht. Vielleicht so. Nein. Ich denke, es könnte funktionieren tatsächlich. Ich trinke mal kurz was. Wow. Der Schrott ist auch noch zeitgesteuert. Ich kann nicht wirklich.
Nein. Habe ich gespeichert? Wo habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ah, hier. Sogar gar nicht so schlecht. Es funktioniert halt wirklich ganz, ganz knapp nicht, ne? Die Frage ist, was ist da oben? Ein Hebel. Wieso funktioniert das nicht? Das müsste eigentlich funktionieren. Ah, wie knapp. Ich glaube, es könnte funktionieren, aber ich wüsste halt auch sonst nicht, wie. Tatsächlich, yes, okay. Hatte ich mir ja gedacht. Ich sehe schon, wie ich jetzt abstürze. Just doing something. Have fun with doing something. Okay. Wird schon seine Richtigkeit haben. Müssen wir wieder nach ganz oben. Ja, ich speichere ein bisschen oft. Ich glaube, ein bisschen sehr, sehr oft. Aber das ist okay. Man hat dieses Feature, also muss man es auch nutzen. Und es saved auch tatsächlich so ein bisschen meine Nerven, dass ich nicht jedes Mal mit diesem ganzen Quatsch erneut dealen muss. Denn ich habe manchmal einfach keine Lust. Lara ist einfach manchmal fucking annoying. Und dann möchte ich sie loswerden, tatsächlich. Wow. Ich meine, klar, das war gerade irgendwo mein Fehler, aber trotzdem möchte ich es ihr gerade gerne in die Schuhe schieben. Sie ist die Nervige hier. Ich bin perfekt. I'm going to eat something. Einen Moment. Have fun and yes. Wie sagt man auf Englisch? Guten Appetit. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin 5 oder 8 Minuten wieder da. Okay, bye bye. Have fun with eating something. Gibt's das auf Englisch überhaupt? Ich muss das gleich mal googeln. Moment. Oh. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm und das fällt mir gerade wirklich nicht ein. Enjoy your meal, sagt man also. Okay. Wunderbar. Ich muss sagen, das Wort enjoy oder halt auf Deutsch genießen, mag ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie klingt das komisch. Aber vielleicht bin ich auch einfach komisch. Von daher alles gut. Wow. I can type with one hand, so angered. Enjoy your meal. I'm good. I just googled what's enjoy your meal in English is because I just knew the German word for this. So I'm sure you can. Wow. Now we have a little discussion about typing with one hand. These are the really important things. Hier ist doch wieder jemand, ich höre ihn doch. Wow. Wer bist du denn bitte? Stirb bitte, danke. I can hear yourself. Is your stream on? I think it is. I hope so. My dashboard says everything is fine. So, I hope it is. Wow, ich hasse alles. Da war das goldene Secret.
Moment, ich schreib's mal kurz in den Chat. I think is. Everything is fine for me. Thank you for your feedback. Really good to know. Hoffe, alles ist gut. I might need to restart. Yes. Der kommt wahrscheinlich da raus. Ne? Ja, das dachte ich mir schon. Stirb. Danke. Er hinterlässt uns halt nichts. Das ist nicht so nett. So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen mal gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, also ich glaube, das wäre möglich, das so zu machen, oder? Yes. Wow. War das so geplant? Back there, welcome back. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder raus. Ja, komme ich. Okay. Wir haben das goldene Secret. Und das Silberne. Und das Silberne, nur das Grüne nicht. Wow. Das ist schon wieder so klar. Aber noch mehr liebe ich einfach das Opernhaus, wo ich einfach alle Secrets gefunden habe, nur nicht den richtigen Weg. Das war einfach iconic, ich sag's euch. Da fehlen mir die Worte. Das war so stumpf. Wow, danke fürs unter die Nase reiben. Kackspiel. Sterbe ich, wenn ich darauf springe? Leider nicht. Oder doch? Perfekt. So, das hatte ich jetzt mal nötig. Das war necessary. So ist es. Was ist das? Tut das irgendwas? Nö. Wunderbar. Stirb bitte. Ich hasse dich. Was ist das? Ist das ein Ausgang? Ich glaube, das ist ein Ausgang. Das wäre wundervoll. What game is after Tomb Raider and Resident Evil? Honestly, I don't know. I'm just watching and looking what I want to play. I'm not sure. I'm very spontaneous. I think I bought a game in the second or third stream that I wanted to play, but I don't know. I was not in the mood for this. Maybe after this games I will be. Ach komm, verfolgt mich doch jetzt nicht bis hier rein. Ich glaube es wohl. I think I want to play the Tomb Raider of 2013 again. This was honestly a really good game. I've played it on my channel years ago and I want to play it again someday. I saw a video about it, I don't know, some days ago, and now I want to play it again. Wow. Mit meinen Waffen drin und jetzt stirbt sie nicht. Okay, leider nicht. Es funktioniert ja nicht, ne, weil sie muss sich da ja festhalten. So dumm. Möchte jetzt schon nicht mehr. Wie soll ich das machen? Wie? Ich hasse alles auf diesem Planeten, wirklich. Manche Leute sagen, nein, so schlimm ist es nicht. Doch, es ist so schlimm. Hört auf, es schön zu reden. Es ist alles schlimm. So. Wie soll das funktionieren? Komme ich vielleicht einfach von hier direkt hier rauf? Nee. Kann ich vielleicht von hier durchspringen? Ja, wow. Immerhin haben wir alle Secrets. Darauf kann man durchaus mal stolz sein.
So, jetzt habe ich erstmal was getrunken. Oh, meine Nase. Ich habe doch gar keine Kohlensäure drin, aber es fühlt sich so an. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Wie wenn so Kohlensäure in die Nase steigt, nur dass ich nichts mit Kohlensäure trinke. Peinlich. Just a moment. I have to do something right here. Oopsie. This was a mistake. Oops. Oopsie. I think I just smashed the keyboard. And something happened, but I don't know what, so. Das war nur ein Witz, aber ja. Über dieses Thema reden wir nicht wieder. Das war schon im letzten Stream und im Stream davor Thema. Das reicht jetzt auch. Also keine Sorge, ich verstehe jetzt nicht immer wahllos Kommentare. Das ist einfach nur so joke-mäßig. Obwohl manchmal echt weirder Shit da drin steht. I'm sure it was a mistake. 100%. I'm so sorry. Maybe I should go and ask the Queen for forgiveness. Hat der nichts für mich? Anscheinend nicht. Das ist voll schick hier. I think you should play this. This game here, Tomb Raider, yes, I think I definitely should play this. Ich hätte jetzt tatsächlich geguckt, ob dahinter irgendwas ist. Aber wir haben ja schon alle Secrets. Ja gut, jetzt hat er es nochmal geschrieben, das lösche ich jetzt nicht, ist ja halt einfach so for joke. Von daher ist okay. Aber es passt mir nicht, nein, Spaß. Auf jeden Fall kann ich euch beruhigen, in nächster Zeit werden wir auf jeden Fall kein Minecraft spielen. Auf gar keinen Fall. Wo? Dieses Gestöhne schon wieder. Alleine das reicht mir schon. Stirb. Ah, das klingt so furchtbar, ne? How's the newspaper? It's really good. I'm selling some weird secrets for a lot of money. No, just joking. Das ist halt auch nur ein dummer Twitter-Joke, also für diejenigen, die sich jetzt denken, was für ein Newspaper, bitte nicht wundern. Ich höre irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter und gucke, ob ich von hier aus irgendwie da hochspringen kann. Ah, fast. Ich denke, wenn wir das... Ah, das kriegen wir, glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Kann ich das nochmal ziehen? Nein. I think you should play the game I suggested. How about no? Wie soll das funktionieren? Ich kann nicht. Es nervt mich jetzt schon etwas. Ja, okay, doch schon ein bisschen. Och, wer bist du denn? Ich weiß nicht mal, wofür dieser Schlüssel ist. Habe ich überhaupt irgendwo eine Tür gesehen, die ein Schloss hat? Why are you so obsessed with Minecraft? I just don't understand.
Theaterschlüssel. Es gibt hier ein Theater. Das klingt ja mal spannend. Kann ich das irgendwie bewegen? Is refusing to play it? Yes, totally. I'm totally refusing to do this. Maybe, vielleicht sollten wir das doch ziehen. Vielleicht. Probier es einfach. Und dann springen wir oben vom Balkon. You should play Minecraft. I don't think so. But maybe you should do it. Come back to YouTube. Play Minecraft. Do it. Wieso ist das so? Wieso hatte ich recht? Ich denke mir jedes Mal so, ich will eigentlich gar nicht recht haben. Wirklich nicht. Aber ich habe es trotzdem in diesem Spiel. Na gut, ich habe das halt auch als Kind wirklich hart durchgesuchtet. Also, ist jetzt nicht verwunderlich, dass ich das Spiel ganz gut kenne. Ich habe da immer so ganz, ganz dunkle Erinnerungen dran. Meine Stimme hatte gerade übel den Voice Crack. Oh, wir müssen wieder nach ganz oben. Why? No, yes, you should do it. I need some tutorial about Minecraft. Das habe ich nämlich, wenn ich ehrlich bin, auch nie wirklich ernsthaft gespielt. Wenn dann halt nur so the Joke-Basis. Ist ganz schick hier. Da oben ist noch jemand. Moment, ich speichere einmal kurz. Okay, den sind wir schon mal los. Ich gehe da jetzt noch nicht auf die Bühne. Mein Gefühl sagt mir, tu es nicht. There's plenty of tutorials on YouTube for Minecraft. Yes, but maybe you should do one tutorial. Entschuldigung? Stirb. Was glaubst du, wer du bist? Okay, der wird mir wohl nichts mehr hinterlassen. Ja, wir machen jetzt auch nicht mehr ganz so lange. Wir gucken uns einfach nur noch an, was hier hintergeht. Und dann machen wir, denke ich, mit Tomb Raider Schluss und gehen dann zu Resident Evil. Ich denke auch, ich mache dann eine kurze Pause. Wir haben doch immer noch alles, oder? Ja. Keine Falltür. Oh, hi. Stirb. Och man, wieso hinterlassen die nichts? Das ist so gemein. Ich brauch das. Ich habe es nötig. So. Gut. Schauen wir einmal kurz hier hinter. Ist hier irgendwas? Nö. No, das machen wir noch nicht. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Why do you want a tutorial from me? Because you want me to stream Minecraft, so. Moment. You should play Minecraft. First, I need the tutorial because if I have to do that punishment, your creepy mom needs the punishment too. I think this would be very fair. It's fun. Totally.
Oh Mann. Punishment, ich sag's euch. Das Wort, ich lieb's gerade einfach. Basically, the tutorial is start a game, chop down some wood, build a house and then go along from there. Wow. That sounds amazing. I've played Minecraft years ago, but I think this is a very good tutorial for this. Mann, immerhin Munition. That's really how everybody starts a Minecraft world. Yes, I think you are right. So. Ich muss halt sagen, Tomb Raider 2 ist manchmal echt ein bisschen gemein, ne? Wo ich da, also jetzt eben, dass ich das da gefunden habe, das war halt wirklich einfach nur Glück. Ich stelle mir so vor, wie jemand, der das noch nie gespielt hat, einfach so mega verzweifelt ist. I will send a link on Twitter for a tutorial. Okay, wir sind hier jetzt schon mal durch. Oh, jetzt kommt, glaube ich, der coole Part sogar. Wir müssen mal kurz gucken. Oh. Ich speichere mal kurz. Wie heißt dieser Level? Undeck, wow. Wir schauen hier uns jetzt einmal ganz, ganz kurz um und dann wechseln wir rüber zu Resident Evil. Wow. Eskalier halt noch mehr. Naja, jetzt sind wir beide tot. Das ist fair. Tatsächlich bin ich damals, ganz, ganz damals, einfach nur ganz stumpf darunter gesprungen. Dabei gab es hier halt noch viel, viel mehr zu entdecken. Das habe ich so ein bisschen bereut. So, kommt der Typ nochmal wieder? Okay, er ist immerhin schon mal tot. Und er hat auch nichts für mich. Was eine Frechheit. Ja, die Musik kommt jetzt reichlich spät, ne? Hier ist jetzt nur noch so ein Typ mit einem Baseballschläger, was irgendwie ein bisschen traurig ist. Es ist halt so weird. Wir sind hier einfach in so einer Höhle drin. Und hier ist einfach ein Schiff. Wow. Lass das Medipack da einfach mal liegen, weil wir sowieso nicht speichern. Und da ist der Teil des Schiffs, der falsch rumliegt. Lieben wir. Der Granatwerfer. Wow. Okay, wir machen aber an der Stelle Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf YouTube. Ich verabschiede mich an der Stelle. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.